Ja moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge des Smartfacts möchte ich euch gerne den neuen DALI Unterputzcontroller von Theben vorstellen. Das Thema DALI erfreut sich in den letzten Jahren einer hohen Beliebtheit. Viele, viele Leuchten gibt es mittlerweile im Bereich DALI, die sich einfach anbinden lassen. Das war vor 5-6 Jahren noch ein bisschen anders. Da war DALI noch eine ganz komische, neuartige Art der Beleuchtungssteuerung aus gefühlter Sicht. Und das hat sich wirklich geändert. DALI ist nicht mehr nur ein Bussystem, das im kommerziellen Bereich, also Büro oder Schulen, Anwendung findet, sondern auch viel, viel mehr im privaten Bereich. Ein weiteres Thema bei DALI war, was, glaube ich, auch DALI immer wieder ein bisschen gehemmt hat in der Umsetzung. Ich hatte eine relativ hohe Komplexität bei der Integration von DALI. Ich habe immer ein Gateway in der Regel, das ist hauptsächlich in der Verteilung eingebaut. Und dieses Gateway muss parametriert werden auf der KNX-Seite, aber auch auf der DALI-Seite. Das heißt, ich muss meine einzelnen DALI-Geräte adressieren, entsprechend über eine Software, eine Zusatzsoftware meistens neben der ETS, nochmal einstellen. Und erst dann kann ich sie verbinden. Und hier kommt das kleine DALI-Gateway von Theben ins Spiel. Zum einen ist der Bau, die Bauform extrem charmant, denn es passt eigentlich mit dieser sehr, sehr kleinen Gehäuseform in jede Unterputzdose rein. Also ist eigentlich prädestiniert zur Nachrüstung. Ich brauche also in meinem Raum eigentlich nur noch eine KNX-Leitung, setze dieses Gerät in eine Unterputzdose, entweder in der Wand oder in der Decke, und kann eigentlich direkt loslegen, denn dieses Gerät arbeitet im sogenannten Broadcast-Modus. Das heißt, das einzelne Adressieren der EVGs entfällt und das EVG sendet, ganz plump gesagt, einfach das Signal raus an alle Leuchten und die Leuchten reagieren dann dementsprechend. An diesem Gateway kann ich dann 30 einzelne EVGs anschließen, die dann entsprechend mitarbeiten. Auf der KNX-Seite ist das Gerät natürlich über KNX Secure geschützt. Und auf der DALI-Seite habe ich nicht nur das klassische Thema DT6 oder DT8. Nein, das Gerät ist natürlich auch DALI 2 konform. Wie gerade eben schon gesagt, das Gehäuse, ihr seht es selbst, extrem klein. Also auch durch die abgerundeten Ecken passt es in jede normale Unterputzdose rein. Auf der Oberseite habe ich die KNX-Klemme, wie gehabt. Auf der Unterseite habe ich dann meine 4 Klemmen für die Versorgungsspannung L und N und meinen DALI-Ausgang. Mehr hat es nicht. Zudem haben wir hier auf der Seite, das ist auch fast typisch bei Theben, eine kleine Schnittstelle. Mit dieser Schnittstelle kann ich dann diese Kabelpeitsche entsprechend einfach nehmen. Diese wird natürlich mitgeliefert. Diese stecke ich dann ein und habe jetzt nicht nur einen Aktor, sondern ich habe auch die Möglichkeit, zwei Taster anzuschließen. Also es sind zwei Binäreingänge im Gerät integriert. Diese kann ich klassischerweise über die ETS ganz einfach dann umprogrammieren für meine entsprechenden Wünsche. Ich kann beispielsweise auch den Eingang 2 nutzen, um eine Temperaturerfassung damit zu realisieren. Oder wenn beispielsweise der KNX-Bus noch nicht fertig ist, ist es standardmäßig so eingestellt, dass der Kanal 1 diese ganze Gruppe entsprechend schon steuern kann, auch ohne Programmierung. Das ist schon ein schöner Vorteil im Bereich der Baustelle, um zumal zu prüfen, ob alles funktioniert. Wo würde ich jetzt so ein Gerät einsetzen? In der Regel ist ja DALI eigentlich ein Lichtbussystem, was eher im konventionellen Bereich oder kommerziellen Bereich eingesetzt wird, aber wie auch schon gesagt, viel, viel mehr auch im Privatbereich. Durch diese Bauform ist dieses Gerät extrem gut dafür geeignet, Retrofit-Anwendungen, also Nachrüstanwendungen darzustellen. Angenommen, man will jetzt nur sein Wohnzimmer renovieren und hat keine Möglichkeit, da noch irgendeine Leitung in die Verteilung reinzuziehen, dann ist dieses Gerät extrem gut dafür geeignet, um einen Raum dementsprechend mit DALI auszurüsten, auch wenn es dann nur Broadcast ist. In der Regel reicht das aber sehr, sehr gut aus. Wir wären natürlich jetzt nicht die Voltus Smart Facts, wenn wir uns nicht auch jetzt gemeinsam die ETS anschauen. Die Applikation des DU1 DALI KNX Gateways habe ich jetzt mal in die ETS hineingeladen. Auf den ersten Blick sehen wir schon, wir haben hier 4 Reitern, hinter der sich diverse weitere Parameter verstecken. Im allgemeinen Bereich kann ich schon auswählen, ob ich diese Binäreingänge, die ich eben gezeigt habe, nutzen möchte oder nicht. Ich lasse sie einfach mal auf Ja.
Beim Kanal C1, das Gerät hat nur einen Kanal, steht entsprechend nur ein Kanal zur Verfügung. Hier kann ich entsprechend weitere Features hinzufügen, die ich dann entsprechend parametrieren kann. Es erinnert natürlich sehr, sehr stark an den typischen Themenstandard, was wirklich keinen Wunsch offen lässt an Möglichkeiten, sodass ich jetzt in den einzelnen Unterkategorien entsprechend meine Features einstellen kann. Wie schon erwähnt, ist es ein Broadcast-Gerät. Entsprechend gilt das, was ich hier tue, für alle Geräte, was hinten dran, die hinten dran angeschlossen sind. Und so ist die Inbetriebnahme sehr, sehr einfach gestaltet. Bei den Eingängen kann ich auswählen, auf welche Funktion dieser Eingang haben soll. Schaltertaster, Dimm, Jalousie. Also ich kann das als ganz normalen Tasterschnittstelle auch nutzen. Kann auch sagen, dass der Kanal C1 direkt angewählt werden soll aus diesem Eingang. Kann es natürlich auch entsprechend ausschalten. Bei dem Eingang I2 habe ich dann zusätzlich noch die Möglichkeit, den Temperatureingang zu nutzen, wenn ich dann an dieser Stelle, wo ich das Gerät einsetze, noch eine Möglichkeit schaffen möchte, Temperaturen zu erfassen. Alles in allem ist die Applikation schön aufgebaut. Ich habe jetzt hier keine komplexen Auswahlmöglichkeiten, was das Gerät aber auf gar keinen Fall auch bedarf, sodass ich relativ schnell zu meinem Ergebnis komme. Und das gefällt mir in dieser App sehr, sehr gut. Wie ihr seht, die Applikation zu dem Gerät ist auch absolut passend. Es ist jetzt nicht überfrachtet mit irgendwelchen unnötigen Funktionen, aber es bietet alles, was man für eine solche Lösung, vor allem wie gesagt im Retrofit-Bereich, braucht. Und ich habe damit auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr schnell ein Ergebnis zu erzielen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gern einen Daumen hoch, schreibt gern eure Fragen zu diesem Produkt in die Kommentare und wie gehabt, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.